Hey und hallo, hochverehrte Damen und Herren. Ich bin es wirklich, der Trommler von Wismar. Ich musste vor über 300 Jahren unter die Wasserkunst auf dem Markt hinabsteigen, um die dunklen und unheimlichen Gänge unter der Stadt zu erkunden. Heute stehe ich wieder hier oben auf der Erde, in dieser wunderschönen Kirche. Und wenn ihr jetzt neugierig auf meine Geschichte seid, so will ich sie euch gern erzählen. Es war an einem Abend im August anno 1691. Da lag ich, der schwedische Füsilier Martin Nilsson, abends lange wach in meinem Quartier. Meine Kameraden schliefen nach dem vielen Rotwein, den sie getrunken hatten, tief und fest. Doch ich dachte an meine Brautsweh. Sie lebte in einem Dorf in Smörland in Schweden. Mein Herz war voll von einer so großen Sehnsucht nach ihr, dass ich es kaum beschreiben kann. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Ich fasste den Entschluss, einfach meinen Ranzen zu packen und nach Hause zu reisen. Den Wachen am Wismarer Tor sagte ich, dass ich einen Auftrag von meinem Hauptmann Jörg Gehörtens hätte. Man ließ mich massieren und so wanderte ich achtlos durch die Nacht. Schließlich wurde ich müde, legte mich nieder und schlief ein. Erst ein Hufgetrappel weckte mich und eine schwedische Patrouille nahm mich unsanft in Gewahrsam. Wenig später verkündete Hauptmann Jörgensen dann das Urteil. Ich sollte als Deserteur in Wismar auf dem Marktplatz hingerichtet werden. Nun schien alles aus. Im Kerker bei Wasser und Brot träumte ich von meiner Svea, die ich wohl nie wiedersehen würde. Da plötzlich öffnete sich die Gefängnistür. Der schwedische Kommandant und der Wismarer Ratssekretär verkündeten mir meine Begnadigung unter einer Bedingung. Ich sollte etwas tun, was bisher noch niemand vor mir geschafft hatte. Ich, Martin Nilsson, wurde beauftragt, den geheimnisvollen unterirdischen Gang unter der Stadt Wismar zu erkunden. Wenn ich da wieder lebend herauskäme, dürfte ich unbehelligt nach Schweden zurückkehren. Dieser Gang sollte unter der Stadt von der Wasserkunst auf den Markt zum Grauen Kloster gehen und von dort bis zur ehemaligen Siechenstation St. Jakob in Richtung Wendorf vor den Toren der Stadt führen. So berichtete es eine alte Sage. Viele hatten es schon versucht, doch es waren schreckliche Geräusche aus dem Gang zu hören und alle sind aus Angst um ihr Leben immer wieder umgekehrt. Ich bekam eine Fackel und eine Trommel. Auf die sollte ich immer wieder schlagen, damit die Wismarer oben auf den Straßen hörten, wo der Gang hinführte. Ich ging also mit dem Mut der Verzweiflung und zitternden Knien trommelnd den gemauerten Gang entlang. Zuerst hörte ich noch über mir das Geschrei der vielen Leute, doch der Gang wurde immer schmaler und ging immer tiefer hinab. Ich hatte immer größere Angst, aber die Sehnsucht nach meiner geliebten Svea in fernen Schweden trieb mich weiter. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gegangen war und auch die Fackel drohte zu erlöschen. Da sah ich in der Ferne einen Lichtschein. Schnell ging ich näher und erblickte ein kleines Männchen, das an einem Feuer saß. Es schaute mich freundlich an. Ich fasste mir also ein Herz und erzählte dem Männchen, das hier unter der Stadt Wismar lebte, meine abenteuerliche Geschichte. Am Ende begehrte ich zu wissen, wer er dann sei. Ich heiße Gottfried und ich gehöre zu den Innerirdischen, die den Wismarern oben in der Not immer helfen. Zaghaft fragte ich ihn, ob er auch mir helfen kann. Gewiss doch, sagte das Männlein. Als Gegenleistung musst du mir nur 3 Tage bei der Arbeit helfen. Das mache ich doch gerne, rief ich und dachte mir, was sind schon 3 Tage, wenn ich nur schnell wieder hier heraus zu meiner geliebten Svea käme. Ich tat also, wie mir aufgetragen, holte Feuerholz, putzte die Wohnkammer und schüttelte die Betten auf. Schnell waren die 3 Tage vergangen, da nahm mich Gottfried, der Innerirdische, an die Hand und führte mich wieder hinauf auf die Erde. Doch, oh Schreck, aus den 3 Tagen, ohne dass ich es bemerkte, waren 300 Jahre geworden. In dieser langen Zwischenzeit hatte sich hier oben in Wismar alles verändert. Meine Kameraden sind lange weg, alles sieht so anders aus, ist sauber und hell
und das Licht der neuen Zeit gibt mir Kraft. Und so bin ich nun das erste Mal seit Hunderten von Jahren in dieser wunderschön hergestellten Kirche wieder sichtbar geworden durch den Zauber der Novemberlichter. So, nun kennt ihr das Geheimnis des Trommlers von Wismar. Die Geheimnisse des unterirdischen Ganges unter eurer Stadt müsst ihr aber selbst herausfinden. Da bleibt noch viel zu tun. Vielleicht aber weiß ich ja bei der nächsten Nachricht nie. Stadtwerke Wismar danken Ihnen, dass Sie heute Gäste der Wismarer Novemberlichter waren. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Heimweg und weiterhin ein sagenhaftes Wochenende voller Energie für Sie. Ihre Stadtwerke Wismar.